Der Verein Die Rollenden Engel erfüllt österreichweit schwerkranken Personen ihren letzten Wunsch. Gemeinde TV Bezirk Gmunden trifft den Obmann Florian Eichhorn am Stützpunkt in Wels und fragt nach. Danke für die Einladung, Florian. Wir sind heute bei dir am Stützpunkt. Meine erste Frage an dich: Wie hat eigentlich dieses ganze Projekt da angefangen? Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass heute bei mir da am Stützpunkt in Wels seid. Begonnen hat das ganze Projekt im Jahr 2019, als ich im März mir einen Mittagstisch in einem Restaurant mit einer deutschen Urlauberfamilie teilen habe dürfen. Die haben einen 8-jährigen Sohn mit dabei gehabt und bin mit den Gästen ins Gespräch gekommen, was sie so motiviert an Österreich, was ihnen gefällt, was sie sich im Urlaub schon angeschaut haben. Und unter anderem bin ich mit dem jungen Mann ins Gespräch gekommen und habe gesagt: Was wäre dein Berufswunsch? Was möchtest du gerne einmal machen, wenn du erwachsen bist? Und er hat mich angeschaut, seine Augen haben gestreut und er hat gesagt: Nichts. Okay. Und momentan haben wir gedacht, ich habe mich jetzt verhört und habe nur mal nachgefragt. Und daraufhin hat sich dann die Mutter in das Gespräch eingeklinkt und hat mir mitgeteilt, dass ihr Sohn seit 2 Jahren eigentlich tot sein sollte, laut Aussagen der Ärzte. Er ist medizinisch austherapiert, er ist schwerst erkrankt. Mir ist das Essen im Hals stecken geblieben und ich habe dann gleich mich in die nächste Frage hineingerettet und habe gesagt: Naja, und was wäre dein größter Wunsch? Und er hat mir angeschaut und hat gesagt: Einmal im Leben mit einem Rallye-Auto mitfahren zu dürfen, die Bremsen quietschen zu lassen, Kurven zu drehen, zu springen. Und ich habe mir gedacht: Naja, Wels macht Renk, wir haben dort ein Fahrsicherheitszentrum. Wenn du dort anrufst, fragst, ob du mit deinem Privat-PKW kommen darfst, dir den jungen Mann auf dem Beifahrersitz schneunst, über die Schleuderplatten fährst, dann kannst du ihm dieses Feeling ermöglichen. Hab dort angerufen und die Dame hat gesagt: Wir haben einen Mitarbeiter, der ist zufällig Staatsmeister im Rallyefahren. 24 Stunden später bin ich mit der Familie in Machtrenk am Fahrsicherheitszentrum gewesen und habe gesehen, wie ein Kind vor Freude schreit, wie Eltern einfach wieder mal Mutter, Vater sein konnten und irrsinnig glücklich waren zu sehen, wie es ihrem Kind für diese Dreiviertelstunde extrem gut gegangen ist. Und das war für mich als ehrenamtlicher, langjähriger Rettungssanitäter der ausschlaggebende Grund, wo ich gesagt habe: Ich würde gerne einen Verein gründen, der österreichweit schwererkrankten Menschen kostenlos ihren letzten Wunsch erfüllt. Das war der erste Wunsch, mit dem hat das alles gestartet. Dazwischen werden schon viele weitere Wünsche in Erfüllung gegangen sein. Am meisten sind sie ja im Salzkammergut immer gut unterwegs. Vielleicht kannst du sagen, warum, was zieht die Menschen dorthin? Verein besteht jetzt seit 4 Jahren und ich freue mich riesig, sagen zu dürfen, wir haben 208 Wünsche bis jetzt erfüllen können und dürfen. Und ja, das Salzkammergut, kann man eigentlich sagen, ist jede 5., 6. Fort. Warum, wieso, weshalb? Ich glaube, es erklärt sich von selber. Es ist eine irrsinnig schöne Gegend. Die Leute dort sind extrem gastfreundlich und es gibt einfach viele Sachen, die man dort erfüllen kann. Und wir stellen immer wieder fest, was sind letzte Wünsche? Und letzte Wünsche sind sehr, sehr kleine Wünsche, die was wir als gesunde Menschen ganz leicht bewerkstelligen können. Was aber für einen bettlägerigen oder medizinisch betreuten Person nicht mehr möglich ist, zum Beispiel einmal am Traunsee auf ein Schiff raufzugehen, auf den Grünberg zu fahren, mit der Seilbahn zu fahren und dort zu sehen, wie die Paragleiter von dort starten. Und uns persönlich freut es immer wieder, wenn wir einen Wunsch fort haben in das wunderschöne Salzkammergut. Die Rollenden Engeln sind 2 Fahrzeuge, die perfekt auf die Bedürfnisse der Gäste umgebaut wurden, damit Rollstuhlfahrer und bettlägerigen Personen einen angenehmen Transport ermöglicht wird. Es ist natürlich ein großes, schweres Thema, wenn man den letzten Wunsch erfüllt. Darf er oder wird er bei diesen Ausfahrten gelacht? Man mag es kaum glauben, aber 2 Drittel der Ausfahrten sind zum Lachen. Das klingt jetzt komisch, aber es ist so. Man muss sich vorstellen, wir transportieren schwer erkrankte Fahrgäste, denen ihre Zeit extrem stark begrenzt ist auf der Erde. Aber sie freuen sich so, dass wir kommen, dass wir ihnen helfen dabei, ihren letzten Wunsch zu erfüllen, dass der Fahrgast sowie eine Begleitperson, die was bei uns im Auto Platz findet, diese Fahrt so genießen, dass Erinnerungen von früher, wie sie Kinder waren, wie sie geheiratet haben, wieder hochkommen, dass sie lachen, dass der Mann vielleicht der Frau einmal irgendeine Kleinigkeit beichtet, warum einmal eine Nacht nicht heimgekommen ist etc. Also es ist eigentlich immer sehr, sehr schön, es wird gelacht, so soll es auch sein, aber natürlich spielt immer dieser traurige Faktor: Es ist die letzte Ausfahrt, spielt natürlich trotzdem immer mit.
Wenn man diese Busse anschaut, die rollenden Engel bei euch, wie finanziert ihr das Ganze oder wie kann man euch auch unterstützen? Also der gesamte Verein Rollende Engel wird ausschließlich nur durch Spenden und Patenschaften finanziert und wir sind nicht staatlich subventioniert. Das war mir persönlich ganz, ganz wichtig, wie ich diesen Verein gegründet habe, genauso wie unser Verein völlig unparteiisch ist, sodass wir uns von niemandem, wirklich niemandem vorschreiben lassen müssen, wem wir helfen dürfen und wem nicht. Bei den vielen Wünschen, die du bereits anderen erfüllt hast, was wünschst du für dich als deinen letzten Wunsch? Also mein persönlich größter letzter Wunsch wäre es, dass ich sagen könnte, ich verkaufe beide Fahrzeuge wieder. Ich kann meinen gegründeten Verein wieder schließen, weil alle Menschen gesund worden sind und wir keine letzten Wünsche mehr erfüllen müssen. Das ist jedoch nur ein Traum, aber es stellt sich immer wieder die Frage, was wäre das Leben ohne Träume? Ein Team aus Organisationsprofis versucht alle Wünsche österreichweit, so gut es geht, zu erfüllen. Und dies völlig kostenlos für den Fahrgast und für eine Begleitperson. Den Antrag dafür stellt man ganz einfach online.